Wir können auch gerne Fragen sammeln, da hinten ist noch eine. Und dann warum schließe ich auch gleich mal ein. Sonst kommen wir noch keine. Ja, vielen Dank für die lehrreichen Vorträge erstmal. Ich habe eine Frage zu dem Prinzip der Beseitigung des größeren Übels durch das kleinere. Wie ist das denn zu bewerten, wenn die Größe des Übels vorher nicht abzuwägen ist, zum Beispiel bei der immunsuppressiven Therapie nach Organtransplantation, die ja zu einer erhöhten Infektanfälligkeit oder Tumorerkrankung führen können? Wie ist da dieses Prinzip anzuwenden? Abwägen. Im Einzelfall dann schauen, okay, was ist wirklich Stand der Dinge? Und was wissen wir sicher? Also der Check, Check, das, was wir gewiss wissen, wird durch Zweifel eben nicht aufgehoben. Und wenn sagen wir sozusagen zu einer Seite tendieren, dass das eben gesichert ist, dann ist das sozusagen aus diesem Prinzip ableitbar. Weil wie das konkret medizinisch dann vollzogen wird, ist wiederum eine andere Frage. Also aus diesem Prinzip heraus gesehen würde man dann quasi epistemologisch dahin sagen, ey, was sicher an diesem Zeitpunkt eben bewusst wird, davon geht man aus und alles weitere wäre dann sozusagen nachrangig. Ist immer, wenn es Notwendigkeiten und Bedürfnisse gibt, ist immer so ein Abwägungssache. Deswegen bieten diese Prinzip immer sozusagen den Rahmen, wo man sich orientieren kann, aber konkret in einzelnen Fällen muss man dann immer einzeln entscheiden. Vielen Dank für die schönen Vorträge. Das sind die interessanten Beispiele. Ich habe zwei kleine Sachen auch an und zuerst an Frau Hofsdottari. Sie haben gesprochen zweimal, dreimal über den Begriff Vernunft. Warum sprechen wir nicht, besonders in Bezug auf Lasagne habe ich verstanden, warum sprechen wir nicht über zum Beispiel Gottesfurcht oder Gottes Ehefurcht? Weil das ist das Grundprinzip der Ethik, auch zum Teil die Abrechnung bei Gott im höchsten Gericht. Da wird meistens dies ignoriert nach dem Motto, gibt es das Leben nach dem Tod, sondern hier, wir handeln vernünftig als Mensch, nicht im Hauptsinne Gottes. Wie können Sie das erklären? Die zweite Frage an beiden Brüdern, wie sieht es aus? Ich kriege immer die Fragen, ich habe noch nicht geantwortet, was machen wir mit den Medizinstudenten, die Muslime hier sind, und wir brauchen muslimische Leichen für die Anatomie. Im islamischen Ländern ist erlaubt. Aber jetzt sind wir hier in Deutschland. Haben Sie eine Hilfe dabei, dass Sie mir auch dabei helfen? Also es geht darum, dass Muslime sozusagen... Dass muslimische Leichen zur Verfügung für die Anatomie gibt, damit die muslimischen Studenten mit den deutschen Studenten praktisch die Anatomie lernen, weil das eine Wichtigkeit. Es gibt also Professor Papst in Hannover, der damalige Rektor der MHH, habe mit ihm lange gesprochen, hat auch einen Artikel darüber gesprochen, hat auch ein paar Zitate geliefert, aber er sagte, bitte suchen Sie nach neuen Fällen, dass es erlaubt ist, dass muslimische Patienten auch, oder Tod, Entschuldigung, dass sie auch zur Anatomie zur Verfügung gestellt werden. Ich würde sagen, wir sammeln vielleicht noch ein, zwei Fragen. Das war mal mitten, ich möchte die Vorträge, meine erste Frage soll von meinen Vorrednern als gefragt, mit den kleinen Anonymen. Die Frage, die jetzt noch übrig bleibt, ist, diese Matasse des Scharia verleiten, also ich habe das Gefühl, sie verleiten irgendwie dazu, dass man meint, aufgrund, weil man die Matasse kennt, könne man daraus direkte Antworten ableiten auf die Fragen, die uns gestellt werden, zeitgenössig. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, was sind die Bedingungen, dass man kompetent genug ist, mit dem Makasset zu arbeiten. Also was sind die aus rechtstheoretischer Perspektive die Bedingungen, dass man Makasset anwenden kann? Und haben wir vielleicht hier ein Problem an Kompetenzmangel generell, dass wir uns diese Fragen stellen können? Also reichen die Makasset aus oder müssen wir da noch mehr Kompetenzen mit einfügen in die Person, die dann arbeitet? Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir erstmal diese Fragen nehmen und dann gab es noch zwei. Und dann sind danach, also jetzt bitte nicht mehr melden, sonst warum dann nicht? Ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die erste Frage ging ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erinnere. Ja, vielen Dank für die Frage. Und in der Tat redet Al-Razali von Furcht. Und
er sagt, Furcht vor Gott nicht bestehen zu können und die Hoffnung darauf, trotzdem vor ihm zu bestehen, sind wie die zwei Flügel, die einen übertragen. Der eine Flügel besteht aus der Gottesfurcht und der andere Flügel besteht aus der Hoffnung, vor Gott trotz allem aufgrund der guten Intention bestehen zu können. Mit beiden, mit Furcht und Hoffnung fliegt man, kann man zu Gott fliegen. Und insofern sagt er auch, wenn es um diese Innerlichkeit geht, benutzt er auch später ein den Begriff des Fuprenlaps. Also er sagt, was ist sozusagen, was ist das innere Motiv, was mich dazu bringt, mich ethisch zu verhalten. Das kann sich erlegieren, nicht die Wichtigkeit von positivem Recht, von Fuprenlaps, aber er sagt, wichtig ist, dass das mit einer bestimmten Gotteshaltung, einer bestimmten Haltung zu Gott gefüllt ist, damit es Sinn ergibt. Und er sagt dann, Theologie, und Theologie ist halt mein Fachgebiet, sagt, Theologie kann dann etwas schaffen wie Grenzen setzen, wie auf einer großen, breiten Straße, wo es am Rand Pfeiler gibt, die einen schützen, nicht in den Graben zu fallen. Aber den Weg geht man an einer bestimmten Art des Handelns, an einer bestimmten Art der Spiritualität. Und da geht Al-Ghazali, wie alle theologischen Entwürfe aus der scholastischen Zeit, von einer erleuchteten Vernunft. In der scholastischen Zeit ist immer gedacht worden, dass Vernunft etwas ist, was ganz und gar von Gott geschaffen ist und von vornherein auf Gott hin ausgerichtet ist. Und wenn wir jetzt Theologie betreiben und uns über diese Dinge auseinandersetzen, dann ist es auch wichtig, um sprachfähig zu sein, weil man sozusagen nicht mehr die Existenz Gottes als philosophisch gegeben einfach voraussetzen kann, mit Konzepten der autonomen konzipierten Vernunft und mit Konzepten der diskursiv konzipierten Vernunft für die Vernünftigkeit von bestimmten Glaubensinhalten zu argumentieren und sie so zu formulieren, dass sie für zeitgenössische Anfragen sozusagen brauchbar werden. Da spielt auch im Denken von Al-Ghazali die Vernunft eine Rolle. Das kann heute weiter gedacht werden. Die zweite Frage von Herrn Hausweber, die nach dem muslimischen Körperspender. Die Sache mit muslimischen, also mit muslimischen oder mit Zugriffen der Gesellschaft auf Körper sozusagen. Hier sagt man, es gibt drei Arten von Zugriffsrechten. Ein individuelles Zugriffsrecht auf eine bestimmte Leiche, einen bestimmten Körper. Ein gesellschaftliches Recht auf einen bestimmten Körper und ein gesellschaftliches Recht auf Körper im Allgemeinen. Das erste ist, was ich erwähnt habe, der Edelstein im Bauch des Toten. Das ist ein individuelles Recht auf einen ganz bestimmten Körper. Das zweite ist, das gesellschaftliche Recht auf einen bestimmten Körper ist in der forensischen Medizin oder also Kriminalistik. Das heißt, man findet irgendwo jemanden, der offensichtlich, keine Ahnung, der Gewaltverbrechen zu Opfer gefallen ist. Und hier sagt man, dieser Mensch darf obduziert werden. Warum? Weil die Aufklärung des Verbrechens ist ein gesamtgesellschaftliches Recht. Also hat Herr Aslan erwähnt, dass sozusagen das allgemeine Recht höher ist als das individuelle. Und das dritte ist eben das gesellschaftliche Recht auf Körper im Allgemeinen. Das wäre sozusagen in der Anatomie, dass es dieses Recht prinzipiell gibt. Okay? Das ist ein gesellschaftliches Interesse. Aber Hans-Hedram-Gambote sagt, spricht darüber sehr ausführlich und er sagt, es muss aber wirklich begrenzt sein mit dem unmittelbaren Bedarf. Und das, was heute geschieht, und ich glaube, jeder Medizinstudent kann das bestätigen, ist ein fast hemmungsloser Umgang mit menschlichen Körpern und mit Toten. Und das ist sozusagen islamisch nicht zu rechtfertigen. Und interessanterweise, ich höre in Heidelberg, die Medizinstudenten in Heidelberg, lernen Anatomie mittlerweile an Modellen und nicht mehr oder nur mehr sehr eingeschränkt an menschlichen Körpern. Einfach um sozusagen, das ist das gleiche Konzept, um sozusagen wirklich den Umgang mit der Leiche auf das Notwendigste zu beschränken. Die Frage ist im islamischen Recht natürlich, wie werden jetzt konkret diese Körper ausgewählt? Das heißt, muss es eine enge Zustimmung geben? Das heißt, muss der sozusagen vor seinem Tod wirklich explizit zustimmen oder dürfen die Angehörigen zustimmen oder darf sogar eine höhere Autorität wie der Staat oder in Anführungszeichen oder der Richter auf diesen Körper zugreifen. Das ist etwas, was nicht diskutiert wird. Aber also wenn jemand jetzt auf einer religiösen Ebene, wenn ein Muslim weiß, dass dieser Zugriff auf seine spätere Leiche eine unmittelbare Notwendigkeit für das Gesamtwohl ist,
dann dürfte er sich als Spender zur Verfügung stellen. Ja, wir nehmen noch zwei Fragen, die sich vorhin gemeldet haben. Achso, Entschuldigung, ja, das geht an dich. Also eine klassische Idee ist natürlich, das, was ich auch am Anfang meines Vortrages erwähnt habe, besteht natürlich die Gefahr, dass man sozusagen von allgemeinen Maximenprinzipien ausgeht, quasi versucht, beliebig sozusagen Lösungen und Antworten auf gewisse Herausforderungen zu finden. Und das war auch die Kritik, sozusagen seitens der Gelehrsamkeit, dass das eben zu einem Utilitarismus irgendwie führt, zu einer Beliebigkeit, wenn sozusagen, oder zu einem methodischen Relativismus und wenn das nicht sozusagen gut fundiert ist. Und mein Ansatz ist halt, dass man klassische Lehre nur dann angemessen anwenden kann, wenn dieses System der theologischen Disziplin, dieses Gesamtsystem, das eben berücksichtigt wird. Und in dem Sinne hat es auch Schatibi beispielsweise verstanden, der zwar gesagt hat, er Scharia kulluha al-Maslaha, das heißt, die Scharia an sich besteht aus Maslaha, er hat das Ziel, den Nutzen eben herbeizuführen, aber ausschlaggebend ist immer der partikulare Text, das heißt, weder der Text noch das Ziel soll vor Augen, oder beides soll vor Augen halten, wenn man sozusagen die Stand ausnimmt. Also die Kompetenz ist natürlich die Grundlage ohne Kompetenz, also die im klassischen Sinne als Melaka bezeichnen, den Habitus quasi als Fakir operieren zu können, ohne das geht natürlich gar nicht. Das gilt ja für jede Disziplin auch. Okay, danke. Ja, also wie gesagt, zwei Fragen liegen noch. Das ist einmal der Herr in der Mitte und hier vorne Jens Backer. Und da müssen wir leider schließen, aber Sie haben ja die Gelegenheit, auch die Referenten in der Pause zu beantworten. Kann sein, dass meine Frage schon beantwortet wurde. Ich konnte leider nicht vom Antrag nicht da sein. Vor allem jetzt in diesen Entscheidungen über Medizin, ob es nicht erwähnt wurde, dass die Wichtigkeit der Gremien, dass ein Gremium solche Verdauers macht, ein Gremium, der besteht aus Gelehrten der Religion und auch Mediziner und auch, dass man alle Perspektiven im Kontext auch macht. Ich finde, dass auch ein beliebiger Religiongelehrter, der ein Fatwa in solche Themen gibt, sollte man nicht beachten, weil vor allem heutzutage, wo Wissenschaft so kompliziert geworden ist, ist auch bekannt, dass die Sahaba, die Gefährten auch nicht so einfach Fatwas gegeben haben, sondern manchmal auch sich gesammelt haben. Aber heutzutage, wenn man leicht, geht man leicht damit um, ob darüber gesprochen wurde, über diese Gremien. Was für ein Gremium es gibt und das war. Ja, danke. Wir nehmen die zweite Frage noch dazu. Ich wollte nur fragen, in welcher Hinsicht kann man die Aussage, ich weiß nicht, ob das so stimmt, dass die Abteilung erlaubt, also es wurde auch ein bisschen unoffen gelassen, was das bedeutet, sei, weil der Embryo erst nach einer gewissen Zeit eine Seele bekommen würde, in vereinigten Schimmern mit den anderen Prinzipien, die wir in Bezug auf den Körper genannt worden sind. Also es wurden ja endlich die gar nichts aufzählen. Das scheint mir ein gewisser Widerspruch zu sein. Auch das Prinzip, dass man so eine theoretische Frage, wann ein Embryo gesehen wird, was immer das auch bedeuten mag, dass die für eine Frage im Fit Bedeutung haben könnte. Auch das scheint mir nicht ganz klar zu sein. Zu den Gremien, ich wollte eigentlich, es wäre noch gekommen, die ich noch zwei Stunden gehabt hätte. Zu den Gremien, es stimmt natürlich, prinzipiell bekommt ein Rechtsgutachten mehr Gewicht und mehr Autorität, wenn sozusagen mehrere Gelehrte daran beteiligt sind. Das ist eine Sache. Zweite Sache ist, auch wenn ein einzelner Gelehrter eine Fatwa gibt, schließt es ja nicht aus, dass er sich vorher beraten hat. Das muss man ganz allgemein sagen. Also man muss, wenn ein einziger Lehrer sozusagen ein Rechtsgutachten herausgibt, dann kann man nicht von vornherein sagen, okay, er macht es leichtfertig, sondern vielleicht hat er sich ja beraten, aber er in seiner Autorität als Mufti von irgendwas gibt jetzt dieses Rechtsgutachten heraus. Aber prinzipiell, dass es sagen, stimmt. Und es gibt natürlich gerade im medizinethischen Bereich die zwei großen Fürk-Akademien von der USC und der Rabbi der Al-Islam,
Und Dr. Bahre ist einer der wirklich der Opinion Leaders in diesem Bereich, und der hat in den wesentlichen Sitzungen, wo es um Medizinrecht gegangen ist, in den letzten 40 Jahren aktiv mitgearbeitet. Nur etwas muss man auch sagen, das ist als Fußnote. Wenn ich sage, Muftis sind auch ein Kind ihrer, ein leben auch in bestimmten Umständen, die man berücksichtigen muss, Politik, Ökonomie und so weiter, so wie wir auch hier, da muss man auch sagen, auch die Gremien sind natürlich nicht vollkommen losgelöst. Ja. Beide dieser großen Fachgremien zum Beispiel und die Organisationen, die dahinter stehen, haben natürlich auch ganz bestimmte politische Verbindlichkeiten. Das eine ist mehr mit Saudi-Arabien verwoben und so weiter und so weiter. Und also auch die Fachgremien sind jetzt nicht im luftleeren Raum zu verstehen, aber was Sie sagen, ist natürlich vollkommen richtig. Man sagt, vier Augen sehen mehr als zwei und zwei Menschen denken mehr als einer. Und Beratung ist immer in diesen, vor allem in komplexen Angelegenheiten, eine sehr wichtige Sache. Dann noch bitte eine kurze. Ja, die Kollision besteht daher nicht, weil die Hormone, die Unantastbarkeit nur für den Menschen an sich in seiner Aktualität gewährleistet ist und nicht in seiner Potentialität, also in San Bil Pua, Bil Fial. Und vor dem 120. Tag oder vor dem 40. Tag ist der Mensch noch in seiner Potentialität, also auf dem Wege, ein Mensch zu werden. Deswegen steht eben diese vollständige Unantastbarkeit noch nicht. Deswegen braucht es keine Notwendigkeit, um dies zu umgehen, sondern auch ein Bedürfnis, oder also ein Hajiat oder Tahsiniyat würde ausreichen, um sozusagen diese Hürde zu umgehen. Deswegen besteht da keine Kollision aus dem Völkerrespektiv. Allerdings, es gibt hier einen ganz interessanten Rechtsfall wieder, eben Abedin, glaube ich, nennt den, und zwar, es geht um die Frage, im Kultbezirk von Mekka darf man keine Tiere töten, wie bekannt ist. Man darf nicht jagen, man darf keine Tiere töten. Und im Abedin setzt sich mit der Frage auseinander, ist es erlaubt, im Kultbezirk von Mekka ein Ei zu zerbrechen, also ein Vogelei zu zerbrechen, weil hier sozusagen das potenzielles Tier drin ist, und deshalb ist es nicht erlaubt, für einen Menschen in einem Zustand das Ei zu brechen. Und von dem wieder, das wiederum macht man einen Analogieschluss auf die Abtreibungsdiskussion.